wenn man eine Woche, nachdem er die rote Schürze bekommen hat, dann direkt im Anschluss zwei Aufgaben komplett versemmelt, ist das natürlich eine bittere Pille. Ich hoffe, dass es nicht wieder so eine Zitterpartie wird für mich, dass ich nicht wieder denke, oh, musst du vielleicht doch gehen. Höhere Chancen habe ich jetzt nicht so, weil heute habe ich wirklich verkackt. Wir sind hier mit 10 Kandidaten gestartet und auch wenn wir uns sehr, sehr gerne haben, ist es trotzdem ein Wettkampf und man möchte das Ding irgendwie auch gewinnen. Wenn ich heute nach Hause fahren muss, dann bin ich sehr traurig. Ich bin noch nicht bereit, nach Hause zu fahren. Wer darf im Backzelt bleiben? Liebe Hobbybäcker, zwei Hindernisse musstet ihr heute bei unserem Backparcours überwinden. Chocolate Surprise und Pavlova. Wer von euch ist am höchsten gesprungen und wird somit Bäcker der Woche? Liebe Jury? Der Bäcker der Woche hat es uns in dieser Woche nicht wirklich schwer gemacht. In beiden Aufgaben uns überzeugt und auch begeistert. Bäcker der Woche ist diese Woche Allegra. Get ready for it. Kathi, gibst du Allegra bitte die Schürze? Ja, also diese Auszeichnung ist natürlich was ganz Besonderes für mich. Dass die Jury meine Leistung so honoriert, macht mich natürlich sehr glücklich. Allegra, du hast jetzt Grund zur Freude. Allerdings gibt es natürlich auch einen kleinen Abschied. Denn einer wird uns verlassen müssen. Derjenige hat in den Prüfungen nicht überzeugt. Und für den hat sich auch der Traum vom eigenen Backbuch und den 10.000 Euro ausgeträumt. Liebe Jury, wer geht? Drei von euch haben uns wahnsinnige Kopfschmerzen bereitet. Und wir mussten uns wirklich lange beraten und bereden, was nun passiert. Monika, Özlem und Kathi. Ihr habt Fehler gemacht bei der Pavlova, die nicht passieren dürfen. Monika, du hast durch deine Zuckerreduktion den Baiser trocken gebacken. Özlem, durch die Zugabe von Kakaopulver hat sich dein Backverhalten ganz verändert und es war auch nicht zu unserer vollsten Zufriedenheit. Kathi, bei dir war es 5 Minuten zu lang im Ofen. Es ließ sich nicht schön essen, es war zäh wie Kaugummi. Auch geschmacklich gab es Unterschiede, die ausschlaggebend für unsere Entscheidung waren. Wie ihr wisst, zählt das Gesamtergebnis von beiden Aufgaben, die ihr heute bewältigt habt. Deswegen muss uns heute verlassen Kathi. Vielen Dank, dass du dabei warst, Kathi. Es war uns ein Vergnügen. Ebenso. Kann ich nur zurückgeben. Oh, ist gut. This is a song about somebody else. Sicher wäre es natürlich ein Highlight gewesen, das zu gewinnen hier. Aber ich kann jetzt ganz entspannt nach Hause fahren und alles gut.